Hi Leute, Albert hier von WindowsArea.de und hier ist das Lenovo Mix 630. Das ist ein Windows 10 ARM Laptop der noch ersten Generation tatsächlich. Und ich habe mir das Gerät von Lenovo bestellt, um mir das einige Wochen, Monate lang ganz genau anzusehen und es tatsächlich als Alltagsgerät für jeden Tag zu verwenden. Also so wie ich zuletzt auch das Surface Go genutzt habe, als mein wirklich Daily Driver, würde ich mal sagen, werde ich jetzt auch Windows 10 ARM genau in derselben Form sehr ausführlich testen, damit ich eben einen wirklichen Eindruck bekomme über alle Stärken und alle Schwächen der Plattform. Das hier ist ein kleines 12,3 Zoll Convertible, hier mit Kickstand bzw. Detachable eigentlich. Das Gerät klappt man hier hinten auf. Ihr seht ja auch hier gleich, das Tablet schaltet sich sofort ein, sobald man eben hier das Cover wegnimmt. Das ist auch eine Eigenschaft von Windows 10 ARM, da eben hier im Grunde Smartphone-Prozessoren drinstecken, nämlich der Snapdragon 835. 12,3 Zoll Display, wie bereits erwähnt, in einem Detachable Formfaktor. Das hier unten ist das Tablet-Cover, wo eben der Kickstand hier im Cover noch drin verbaut ist, also nicht im Gerät, wie es bei den Microsoft Surface-Geräten der Fall ist. Und hier ist das Lenovo Mix 630. Was mir beim ersten Auspacken sofort aufgefallen ist, ist, dass das Gerät extrem, extrem dünn ist. Also das ist hier schon dünner als ein Smartphone. Ihr seht hier den USB-Typ-C-Port und da ist das Tablet kaum dicker. Hier nach oben hin wird das Tablet noch ein bisschen schlanker. Und ich glaube, es sagt alles über die geringe Tiefe des Geräts aus, dass hier die Kamera, wo sich übrigens hier auf der linken Seite auch der MicroSD-Kartenslot befindet, dass hier die Kamera eine kleine Auswölbung hat. Von der Hardware her ist das Tablet wirklich sehr robust, würde ich sagen. Es gibt einen USB-Typ-C-Anschluss, der ist hier unten rechts, der wird auch zum Aufladen genutzt. Ansonsten keine weiteren Ports, bis auf den 3,5 mm Klinkenstecker. Lautsprecher auf beiden Seiten. Hier sind die Lautstärke-Wippen. Die sind von der Verarbeitung her okay, geben nicht allzu viel Feedback ab. Aber ansonsten muss man sagen, schönes abgerundetes Metallgehäuse, das nach oben hin schlanker wird. Hier unten ist noch der Anschluss für das Tastaturcover. Die Verarbeitung des Tablets ist für die Tiefe absolut, absolut großartig, würde ich sagen. Anders verhält es sich dann allerdings beim Cover hier. Ich nenne das jetzt einfach mal Type Cover. Es gibt hier eine magnetische Lasche. Hier nach hinten klappt man den Kickstand um und dann hat man das Gerät auch hier schon bereit als Laptop im Prinzip. Was mir nicht gefallen hat, das ist vor allem das Touchpad und das hat ein kleines Problem, das man als Lenovo, als Hersteller ziemlich einfach hätte beheben können. Und zwar, wenn man das im Schoß verwendet, hat man ja meistens hier irgendwo die Beine unter dem Tablet und ich zeige es jetzt hier einfach mal vor, wenn ich jetzt hier irgendwie meine Hand ablege und dann die Maus bewege, dann seht ihr, die Maus markiert hier, ohne dass ich hier jetzt geklickt hätte. Also, man hört hier einen kleinen Klick. Und dann ziehe ich erst mit der Maus hier mit dem Daumen. Und das ist ziemlich ärgerlich, wenn man das Gerät eben im Schoß verwendet und dann eben irgendwo klickt und meistens dann beim Schreiben eben die Zeile wechselt. Das ist etwas, was Lenovo hätte beheben können, indem man hier einfach dieses Type-Cover ein bisschen dicker gemacht hätte, wie es ja auch Microsoft beim Surface Go zum Beispiel gemacht hat. Da gibt es kaum eine Biegung, da reagiert das Touchpad auch nicht wirklich, wenn man das hier runterdrückt. Beim Lenovo Mix 630 ist das leider der Fall. Das gilt auch für die Tastatur. Dadurch, dass ich hier das Type-Cover hier ein bisschen leicht durchdrücken lässt, vergisst es manchmal durch den geringen Hub, dass man einfach eine Taste gedrückt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich an der Performance liegt. Dazu komme ich noch ein bisschen später. Oder ob das jetzt hier wirklich am Type-Cover selbst liegt, an der Hardware. Manchmal vergisst es einfach, beziehungsweise überspringt es einfach einen Buchstaben, wo ich mir ganz sicher bin, dass ich den auch eingetippt habe. Also das ist ziemlich ärgerlich. Wobei, das sage ich nachher noch, das könnte auch an der Performance des Tablets liegen. Insgesamt muss ich sagen, das Tablet ist wirklich gut verarbeitet. Also die Tablet-Einheit ist wirklich, wirklich solide. Das Cover hätte ein bisschen besser sein können. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und für den Preis hätte ich mir das auch ehrlich gesagt gewünscht. Das Lenovo Mix 630 kostet nämlich in der günstigsten Variante 999 Euro und da gibt es, das ist eben die, die wir hier haben,
Das hat 8 GB Arbeitsspeicher und eine 128 GB große SSD. Also für den Preis darf man, was die Verarbeitung betrifft, meiner Meinung nach ein bisschen mehr erwarten. Jetzt kommen wir gleich zum nächsten Punkt, den ich vorher schon versprochen hatte, und zwar die Performance. Ich habe das Gerät jetzt in diesen 24 Stunden, seit ich das ausgepackt habe, um ehrlich zu sein, auch noch nicht aus dem S-Modus hier gewechselt. Und zwar bin ich weiterhin noch im Windows 10 Pro, das ist tatsächlich mit Windows 10 Pro ausgeliefert, im S-Modus. Das heißt, ich kann noch keine Programme außerhalb des Microsoft Store installieren. Und ehrlich gesagt, ich habe das vorerst auch gar nicht vor. Ich werde die Performance mit Emulation noch testen, aber aktuell möchte ich mich vor allem darauf konzentrieren, native Programme und Anwendungen oder Apps und Programme aus dem Store zu testen. Da gibt es nämlich auch einige x86-Programme, beispielsweise Spotify oder iTunes, die eben nicht für ARM kompiliert wurden. Und anhand dessen werde ich erstmal die Performance testen, ohne jetzt zu versuchen, Photoshop hier draufzuladen. Ich habe das im Alltag jetzt als nicht wirklich langsam empfunden, wenn ich ehrlich bin. Es gibt allerdings manchmal das Problem, dass man eine gewisse Ladezeit hat, wenn man ein Fenster öffnet und dieses dann minimiert oder irgendwie verkleinert, dass es eine gewisse kurze Ladezeit gibt, bevor der Browser oder beziehungsweise bevor das Fenster damit macht. Allzu groß sind die Probleme von der Performance her allerdings nicht. Man hat eine gewisse Bedenkzeit, bevor Facebook oder bevor größere Seiten laden. Und man sieht hier, dass das Notebook nicht, oder beziehungsweise das Convertible, nicht immer ganz eben mit dem Laden mitkommt. Da ist einfach der Prozessor für diese großen Webseiten noch etwas zu schwachbrüstig. Aber dennoch würde ich die Performance mit den nativen Programmen, also Microsoft Edge in dem Fall, als gut, aber eben nicht als großartig bezeichnen. Da bräuchte es auch deutlich mehr. Und es gibt ein ganz, ganz großes Problem mit der Performance in Verbindung mit Microsoft Edge. Das ist Microsoft schon seit Windows 10 Release bekannt. Es ist immer noch nicht behoben worden, und zwar, wenn man längere Texte irgendwo in Facebook, in YouTube, in WordPress eingibt, dann fängt das Tablet ein bisschen zu laggen an. Also bei ganz kurzen Texten ist es gar kein Problem. Wenn man aber einen längeren Text, und ich werde jetzt hier einfach diesen Artikel über das Lenovo MiG 630 in unserem WordPress öffnen, das ist genauso bei YouTube-Kommentaren auch der Fall. Da werde ich jetzt eine Zeile hinzufügen. Und ihr seht, ich bin schon mit dem Tippen fertig, und ja, das Tablet hat es erst ein paar Sekunden später fertiggestellt. Das ist eben ein bisschen ein Problem von Microsoft Edge. Hier ist tatsächlich nicht der Prozessor schuld, auch nicht Windows 10, sondern Microsoft Edge ist einfach immer noch eine Krücke. Da können alle anderen Programme und Hersteller, und da kann auch Qualcomm oder Lenovo gar nichts dafür. Da ist einfach Microsoft mit Edge leider hinter dem technischen Stand. Ich würde insgesamt sagen, was die Performance betrifft, wäre Windows 10 ARM ein deutlich besseres Erlebnis, wenn es beispielsweise Firefox oder Chrome nativ geben würde. Und da muss ich übrigens auch den Firefox-Hersteller Mozilla ein bisschen in die Pflicht rufen, denn vor 6 Jahren, als Windows RT rausgekommen ist, hat sich ja Mozilla sehr, sehr lautstark darüber beschwert, dass unter Windows RT, also Windows on ARM, und den Artikel habe ich hier, dass Mozilla eben mit dem eigenen Browser da nicht drauf darf auf die Plattform. Die Nutzer hatten nämlich nur den Internet Explorer zur Auswahl, und Mozilla hat sich da lautstark beschwert, dass Windows on ARM-Nutzer überhaupt keine Auswahl haben, was den Browser betrifft. Und da hat der damalige Mozilla General Counsel einen sehr langen Blogpost verfasst, in der er eben die Wichtigkeit anderer Browser betont hat auf einer Plattform. Und da ist man hart mit Microsoft ins Gericht gegangen, dass eben Microsoft hier keine anderen Browser zulässt. Und jetzt sind wir ein Jahr nach Release von Windows 10 ARM. Und wenn ich jetzt hier auf die offizielle Firefox-Seite gehe, dann sehe ich hier keinen Download für Windows 10 ARM. Also, da hat man noch vor 6 Jahren hart kritisiert, aber hier es gibt keine native ARM-Build von Firefox, weil hierbei wird es sich um ein x86-Programm handeln, das auf Windows 10 ARM zwar läuft in Emulation, allerdings nicht nativ. Und das ist vielleicht irgendetwas, wo ich
wo ich Mozilla einfach als unglaubwürdig bezeichnen würde, weil man einfach damals mit Microsoft extrem hart ins Gericht gegangen ist. Das ging natürlich durch alle Medien, dass Mozilla eben hier Microsoft dafür kritisiert. Aber selber, jetzt wo die Plattform im Prinzip geöffnet wurde, bietet man keinen alternativen Browser an. Und mich als Nutzer stört das ein bisschen, denn Microsoft Edge ist einfach eine Krücke, das ist einfach so. Und das Benutzererlebnis unter Windows 10 ARM wäre auf jeden Fall mit Chrome oder Firefox besser. Da lege ich mich fest. Und jetzt kommen wir zu der nächsten Kategorie, wo ich 24 Stunden Zeit hatte, die ein bisschen zu testen. Und das ist die Akkulaufzeit. Und da bin ich wirklich sehr begeistert. Ich habe das Gerät, nur um meine Nutzung ein bisschen zu beschreiben, gestern bekommen, habe es ausgepackt und hatte etwas Zeit, es aufzuladen. Dann hatte es 30% in etwa. Ich bin zu meiner Familie gefahren und habe mal gedacht, okay, diesmal brauche ich kein Ladegerät, weil 30% bei 20 Stunden, das werden so 4, 5 Stunden sein, vielleicht ein bisschen mehr, was das Tablet da aushalten sollte. Und tatsächlich zeigte mir dann der Akkustand hier an, dass das Gerät bei etwa 29% hatte es nur noch 1,5 Stunden verbleibend. Das hat Windows angezeigt und das stimmt auf gar keinen Fall. Jetzt beispielsweise hat das Gerät 4 Stunden und 51 Minuten mit 59% als von Windows vorgerechnete Restlaufzeit. Aber das stimmt absolut nicht. Die Laufzeit ist deutlich, deutlich länger. Also ich war dort bei meiner Familie etwa 2 Stunden lang, habe das Gerät auch kurz mal verwendet, natürlich vorgezeigt. Die Kinder spielten natürlich damit rum und wollten ein paar Zeichnungen in Fresh Paint anfertigen mit dem mitgelieferten Active Pen. Das war jetzt übrigens, das rundherum war ich. Nur um vorher ein bisschen was herzuzeigen. Und damit ich hier nicht die Kinder irgendwie diskreditiere, die extrem gut zeichnen im Übrigen, sondern es geht darum, das Gerät wurde so 1 Stunde lang verwendet und ich bin heimgekommen mit etwa 15 bis 20%. Das habe ich jetzt heute nicht so genau getrackt. Heute bin ich dann, habe ich das Gerät wieder ein bisschen aufgeladen, habe es nicht allzu lange stecken lassen, mit 80% dann abgesteckt und bin wieder zu meiner Familie hin, wo es dann auch von den Kindern 3 Stunden lang bei voller Helligkeit in Fresh Paint, in Edge ein bisschen malträtiert wurde. Und ich bin jetzt hier und habe übrig 58%. Also das ist hier, es wurde dort die ganze Zeit mit hellster Helligkeit verwendet. Ich habe dann noch ein bisschen damit gearbeitet, also 4, 4,5 Stunden wurde es verwendet und es hat etwa 30% Akku verloren. Also das ist wirklich, wirklich großartig eigentlich. Das kriegt man mit keinem einzigen Laptop hin. Das Gerät auf voller Helligkeit die ganze Zeit verwendet worden. Ich habe tatsächlich noch nie ein Gerät verwendet in diesem Formfaktor, das eine derartige Laufzeit aufweisen kann. Das ist wirklich von der Laufzeit absolut beeindruckend. Also da gibt es tatsächlich nichts Ähnliches. Wie lautet jetzt mein vorläufiges Fazit, das ich hier nach 24 Stunden treffen kann? Die Performance, würde ich sagen, reicht für den Alltag. Also die meisten Nutzer werden keine extrem langen WordPress-Posts und YouTube-Kommentare verfassen. Und falls Sie das mal tun, dann müssen Sie das wohl oder übel über Word machen, weil Microsoft Edge damit nicht klarkommt. Solange es keinen ARM-basierten Browser gibt, solange kann man eigentlich Windows 10 ARM nicht wirklich empfehlen, weil Edge ist eben einfach nicht gut genug, würde ich sagen. Ich sag mal so, wenn Edge durch Chrome ersetzt würde, als nativer in Windows 10 integrierter Browser, dann gäbe es ein deutlich, deutlich besseres Benutzererlebnis unter Windows 10 ARM. Da lege ich mich fest. Das Problem ist, trotz der guten Laufzeit verliert man durch die Performance, wenn man eben was erledigt haben will, einfach so viel Zeit, dass man vielleicht mit den 1.000 Euro, die man für dieses Gerät eben investieren muss, mit einem Dell XPS 13, mit einem HP Spectre X360, mit einem überhaupt Intel-basierten Tablet, beispielsweise auch dem Microsoft Surface Pro, wahrscheinlich besser bedient ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Die Performance ist nicht schlecht, aber sie ist für 999 € einfach nicht gut genug. Da kann die Akkulaufzeit auch noch so gut sein, denn in Wahrheit brauchen wir ja nur einen Tag Akkulaufzeit und nicht eine ganze Woche. Und so leid es mir tut für das Gerät selber, weil mir gefällt das Konzept dieser ewigen Akkulaufzeit. Ich könnte mich wirklich daran gewöhnen, das Gerät auch nur dann aufladen zu müssen, wann ich Zeit habe, es aufzuladen und nicht, wann das Gerät eben Strom braucht. Das ist ein Konzept, das ich wirklich genial finde und das man bei diesem Gerät schon ein bisschen erleben kann. Man kann's sehen, dass man das Gerät einfach zuklappt, man nimmt es überall hin mit und man lädt es dann auf, wenn eben gerade eine Steckdose in der Nähe ist, wenn 1 Minute frei ist, wenn man das Gerät eben gerade nicht braucht. Man lädt es 1 Stunde auf, 2 Stunden, bis es dann wieder voll ist.
steckt es wieder ab und nimmt es überall hin mit. Und dann hat man noch LTE. Ups. Und man hat ein Gerät, das im Prinzip immer, sobald man es aufklappt, sofort ready ist. So wie in dem Fall nicht. Man wird erkannt über Windows Hello, das funktioniert ebenfalls ganz gut. Nur das Problem ist, ich sehe momentan nicht wirklich die Zielgruppe, die diese Performance-Einbußen, die Windows 10 ARM mit sich bringt, vor allem mit Programmen, die man lieber verwendet als Microsoft Edge, und das sind viele Browser, wenn ich ganz ehrlich bin, da sehe ich nicht wirklich die Zielgruppe. Insgesamt muss ich sagen, das ganze Benutzererlebnis hier ist mir aber keine 999 Euro wert. Wir reden hier von Performance auf Celeron, Pentium bzw. maximal Core M3 mit 4 GB Arbeitsspeicher. Also so fühlt es sich zumindest im Alltag an. Manchmal gibt es dann doch diese Hänger und da fühlt es sich dann, wenn ich ganz ehrlich bin, hier ein bisschen eher wie ein Pentium an. Ich denke, Windows 10 ARM ist einfach für den Preisbereich, in dem es derzeit verkauft wird, für die Hardware, die man aktuell bekommt, auch in Bezug auf dieses nicht ganz perfekte Typecover und auch den Stift, der ehrlicherweise nicht ganz mit dem Surface Pen beispielsweise vergleichbar ist von der Qualität. Man bekommt einfach weniger, als man kriegen könnte für das Geld, das man investiert. Das ist so mein Eindruck nach 24 Stunden. Ich werde hier allerdings das Gerät auch weiter benutzen als mein Alltagsgerät. Ich werde mich auch durchquälen, wenn es mal ein paar Performance-Schwierigkeiten gibt. Beispielsweise kann ich so gut wie keinen Artikel für Windows Area in WordPress selber schreiben, was ich mit jedem anderen Gerät mache, sondern hier muss ich tatsächlich auf Word zurückgreifen, weil einfach Microsoft Edge ist einfach viel zu langsam dafür. Und was ich noch ausprobiert habe, das sind ARM-kompilierte Desktop-Programme zu finden. Das möchte ich noch sagen zum Schluss, weil das habe ich tatsächlich probiert. Hier ist Notepad++, das für Windows on ARM kompiliert wurde, beziehungsweise für das Surface RT, wenn ich ganz ehrlich bin, das ja auch einen Jailbreak hat, womit man eben ARM-Programme darauf ausführen konnte. Und genauso bei FileZilla, hier fehlt irgendeine DLL-Datei. Und nachdem auch selbst diese Programme derzeit nicht funktionieren, hat man praktisch keine Library an inoffiziell portierten Open Source Desktop-Programm auf ARM-Basis. Da gibt es wirklich nichts. Ich habe mich tatsächlich umgesehen, ob es schon irgendein Programm gibt, das für Windows 10 ARM nativ kompiliert wurde, also für Windows on ARM überhaupt. Und es gibt diese Liste an Windows RT-Programmen, aber da diese für Windows RT kompiliert wurden, beziehungsweise auch für ARM 32, funktionieren die überhaupt nicht. Also das ist für mich ziemlich enttäuschend. Ich hätte mir erwartet, dass beispielsweise irgendjemand irgendwann das Chromium Project auf Windows 10 ARM portiert, aber ich denke, so schnell wird das alles nicht passieren, wenn da nicht irgendwie ein Hersteller dahinter steht, ein größerer, und auch mal Geld in die Hand nimmt. Microsoft selber wird das wahrscheinlich nicht tun, denn die treibende Kraft hinter Windows 10 ARM ist weder Lenovo noch ist das Asus oder HP. Das ist tatsächlich nur Qualcomm. Qualcomm will unbedingt im PC-Markt mitmischen. Da will man unbedingt Intel Konkurrenz machen. Aber ich verstehe ehrlich gesagt die Strategie nicht ganz, wo man dahergeht und sagt, okay, wir bringen jetzt schon im Prinzip Laptops mit Smartphone-Prozessoren, die ein bisschen übertaktet sind auf dem Markt, und schauen erstmal, wie die ankommen. Mit sehr mittelmäßiger Performance in nativer Ausführung der Anwendungen und mit wahrscheinlich sehr grauenhafter Performance, wenn es um ein bisschen ressourcenfressendere x86 und demnach auch emulierte Programme geht. Qualcomm will unbedingt diese Geräte jetzt schon auf dem Markt sehen. Wie gesagt, eine Strategie, die ich absolut nicht verstehe, weil ein Launch direkt mit den Snapdragon 1000 Prozessoren beispielsweise, die jetzt auch Gerüchten zufolge bei Qualcomm entwickelt werden, die dann auch extrem gute Performance bieten sollen, Emulationsperformance auf Niveau eines Intel Pentium. Das heißt, es wäre auch mit emulierten Desktop-Programmen laut Benchmarks zumindest ähnlich schnell wie ein Microsoft Surface Go. Und diese Benchmarks wurden sogar noch mit unfertiger Software und auch bei einem unfertigen Gerät durchgeführt. Das heißt, da könnte bis zum Marktstart, wann auch immer der sein wird, wahrscheinlich irgendwann 2019, da könnte sich noch eine ganze Menge tun. Und ich verstehe nicht ganz, wieso die Hersteller auch hier mitmachen. Beziehungsweise aus Herstellersicht verstehe ich schon, das ganze Gerät hier im Prinzip ist ein Referenzgerät von Qualcomm. Lenovo musste hier nur sein Gehäuse drumherum bauen, ein paar Logos hinzufügen. Hier gibt es ein Lenovo-Logo
Und im Prinzip musste Lenovo hier nichts weiter tun, als dieses Gerät mit einem Gehäuse auszustatten und es auf den Markt zu schmeißen. Und ich schätze auch, dass es dafür ordentlich entweder Rabatte in irgendeiner Form gegeben hat, beispielsweise für Lenovo Smartphones oder eine gewisse Subventionierung von Qualcomm. Das ist jetzt meine Vermutung. Microsoft selbst hat seine Aufgabe gemacht. Man hat Windows 10 ARM als Plattform zur Verfügung gestellt und man wird sich da nicht weiter einmischen. Und im mobilen Markt ist das jetzt eine Sache, die Qualcomm und Intel im Prinzip ausfechten müssen. Da wird sich Microsoft nicht weiter einmischen. Für die Hersteller ist es auf jeden Fall eine gute Sache, dass es jetzt einen weiteren Prozessoranbieter gibt auf dem Markt, der eben hier Intel ein bisschen nervöser macht. Denn auf dem Verhandlungstisch hat man in Zukunft eine weitere Option, die man zumindest androhen kann. Also das ist auf jeden Fall eine Stärkung der Position der Hersteller und hoffentlich dann auch für die Endkunden eine gute Sache. Insgesamt würde ich sagen, Windows 10 ARM ist auf einem guten Weg. Es ist eine positive Entwicklung, die wir sehen und die wir haben. Aber die aktuelle Hardware, auch mit 30% mehr Performance, glaube ich, ist noch nicht ganz bereit für den Alltagsgebrauch von Otto Normalverbraucher, würde ich mal sagen. Von dem ganz normalen Endkunden ist dieses Gerät noch ein bisschen weit entfernt, vor allem für das Geld, das man dafür investieren muss. Denn 999 Euro, da kriegt man schon ziemlich gute Hardware dafür. Ja, das waren auch schon meine Eindrücke vom Lenovo Mix 630 nach 24 Stunden. Ich werde natürlich auch versuchen, ein paar Tricks rauszufinden, wie man das Gerät vielleicht auch zu einer echten Produktivmaschine mit ARM machen kann. Beispielsweise finde ich vielleicht das eine oder andere Programm, das tatsächlich schon für Windows 10 ARM kompiliert wurde. Bisher war da meine Suche fruchtlos und mal schauen, ob sich das vielleicht in den kommenden Monaten ändert. Ich will tatsächlich sehen, ob man das Gerät wirklich als Alltagsgerät verwenden kann, mit eben einer extrem guten Akkulaufzeit, möglichst viel nativer Software und ich werde dann auch in den nächsten Tagen mich wieder melden mit einem weiteren Video, wo ich dann auch die Emulation ein bisschen angetestet haben werde mit ein paar Microsoft Store-Programmen, was hier auch immer verfügbar ist, beispielsweise WhatsApp Desktop, Spotify oder iTunes, die eben noch nicht für ARM kompiliert wurden. Danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.